Oh Gott. Hilfe. Ich mag nicht mehr, wie der Bayer sagen würde. Ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe. Ich wollte eine entspannte Aufnahme nach diesem hektischen Arbeitstag. Was könnt ihr doch nicht mit mir machen? Also entspannt ist anders. Lasst mich. Bye. In Klammern hoffe ich. Alter. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist auch noch so was. Heute mal Überlänge. Aus Grülwatt zum Geier. Ja, das ist halt ganz toll. Hä? Soll ich das machen? Moment. Wie haben sie sich denn das überlegt? Wenn ich da reingebe, ich tue. Ah, Moment, ich weiß wie. Ich habe die Lampen nicht gesehen. Bye. Ah, okay, mehr als einmal. Okay. Du Scheiße. Okay. Ach, das kommt immer wieder. Willst du mich verarschen? Verpiss dich! Oh, Alter! Sowas habe ich ja richtig gerne. Klammern nicht.
Echt jetzt? Das ist nicht euer fucking Ernst. Alter. War's das jetzt bitte? Ja, es war's. Oder auch nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, jetzt darf ich nochmal. Oh. Ja, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Jedenfalls Epic Boss Battle mal anders, ne? Alter, darfst du wirklich keinen Fehler machen, ne? Bis zum Kotzen. So, war's das jetzt? Bitte sag ja. Oh, er kann nicht mehr. Oh, shit. Das ist, vor allem der Kollege im Hintergrund sieht echt krass aus. Ein bisschen Megazord-mäßig. Ach so, er kann wieder, okay. Bin aber zu früh durchgerannt hier, ich dachte, ich geht raus. Also das war wirklich mal ein geiler Bosskampf. Ah, ich glaube, wir machen doch zwei Folgen draus. Ich das so richtig sehe. Länger als geplant, aber dann habe ich was für Samstag. Brauche ich mich nicht so stressen. Oh, das sind Vögel, die wir verscheuchen können. Okay. Sigrid. Errungenschaft freigeschalten, Leseratte. Hier sind wir nun. Ich hätte nicht gedacht, dass sein Planet wirklich funktionieren würde. Aber offenbar hat IOB wirklich das Vesper-Protokoll unterbrochen. Ich kann mir den Moment nicht ausmalen, als er die Fluchtkapsel verlassen hat. Beschützt vom Vesper-Schild
als einziger Überlebender einer Welt, die zur Stille verurteilt wurde. Ach, krasse. Okay, sind wir das? Also ich würde mal behaupten, ja, oh Gott. Da ist noch ein Vogel. Mehr als einer. So. Ufts. Haufenvögel. Kusch. Da noch einer? Ne. Stein. Ufts. Hat unseren Freund ganz schön mitgenommen, die letzten Angriffe von dem Nulllicht. Krass. Also die Szenerie ist immer wieder krass. Ich betone es extra nochmal, ich habe es in den letzten Aufnahmen auch schon angedroht. Selber kaufen, Publisher und Entwickler unterstützen, selber spielen, bitte, bitte selber spielen, bitte kaufen, bitte unterstützen. Sau geiles Spiel. Da oben hat es geleuchtet. Ich hoffe, man leuchtet uns jetzt nicht heim. Fragt man sich, ne? Moment, wo ich das mache, gucke ich nochmal nach Geheimnissen. Gleich, bin gleich da. Ich schwöre. Haha, ist gewusst. Register. Sprachkommunikation des Vesperschildes. Anfrage akzeptiert. Vesperschild. Netzwerkzugang. Okay. Aber das war alles, ne? Ja, das war alles. Das sieht so nach Endgame aus. Haben wir es jetzt durchgespielt? Wir werden es gleich sehen. Es wirkt so endgültig gerade. Dieser epische Kampf. Und naja. Das da. Krass. Oh oh. Oh, oh nein. Zwei? Wie jetzt? Kam jetzt noch was runter? Oh. Allein am Feuer. Die Tode, die wir erlitten haben. Waren wir das alleine? Da ist das Nulllicht. Oder sind wir Reinkarnationen von vielen gewesen? Ich meine, wir sind gestorben, wieder auferstanden. Oder zusammengebaut worden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Oh, okay. Oh, das ist eine Kombination. Ups.
wenn ich jetzt zweimal drauf drücke. Ja. Das ist eine Kombination. Na geil. Da müssen wir Sachen merken. Zu später Stunde. Dachte, es ist jetzt durch. Es wirkte gerade so. Oh, okay. Da ist wieder das Ding da. Ah, okay, hier ist nichts weiter. Gut. Ja, das hatte ich mir gedacht. Okay. Wecken wir ihn da jetzt auf? In der Mitte? Ich würde mal sagen, ja. Ist das nicht der vom Anfang, den wir ganz am Anfang gespielt haben, der Charakter? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich müsste mal reingucken. Okay. Warte, war das jetzt RT? Ja. Ich kann sagen, nicht, dass ich was Falsches mache. Oh! Was tust du? Das ist unser Geist? Das ist der vom Anfang. Die sind übertragen worden in... Ja, das ist da. Befreien, zerstören. Na, befreien, oder? Zugriff verweigert. Ausfall nicht verfügbar. Ich will aber. Freier Wille gelöscht. Nein! Hinfort. Nein! Die nicht zerstören. Warum hast du sie getötet? Ich weiß nicht, sie haben mich angegriffen. Es ist zu spät, um dir mal zu überlegen. Nein! Du hättest sie retten können. Hätte ich nicht? Du bist nur ein Mörder. Nein! Die Entscheidung lag von Anfang an bei dir. Nein, ging nicht. Das Spiel hat gesagt, ich darf nicht anders. Ich habe sie nicht verschwendet. Gebt nicht auf. Nun wüte. Was? Wütend bin ich schon lange, ja. Wüte gegen das sterbende Licht. Zerstören, zerstören. Wie gemein ist das denn? Es geht nicht. Es geht nur RB. What the fuck? Okay. Ich hatte keine andere Wahl, es ging leider nicht. Oh, okay. Hätte ich links vielleicht noch irgendwie reingekonnt in die Kammer? Wahrscheinlich, ne? Oh ja, bestimmt. Ich hätte links noch irgendwie reingekonnt. Da hätte ich... Den Code hätte ich wahrscheinlich im Logbuch gefunden. Wenn ich jetzt genau drüber nachdenke. Scheiße. Ja, ich hätte links wahrscheinlich noch reingekonnt. Och nö. Ich hab's verkackt.
Muss nochmal durchspielen. Wenn das jetzt das Ende heißt, das weiß ich halt nicht. Aber es sieht verdammt danach aus. Sieht verdammt danach aus. Absorbierende Kontrolle, Flieher. Hello Darkness, my old friend. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ein Spiel von Cordance Interactive. Development Team. Ja. Vespa. Doch noch durchgespielt. Hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Published by Spotlight. Da ist der liebe Herr DK, der Dennis Grüner. Product Manager. Danke nochmal, Dennis, für diesen wunderbaren Tipp. Mayflower Entertainment. Crossover. Hatte so ein, zwei Momente, wo ich so ein bisschen zu knabbern hatte. Aber es liegt daran, dass ich alt bin und Stress nicht wirklich so in Spielen. Ich mag das nicht. Aber ja. Ja und ja. Sehr, sehr schönes Spiel. Optisch auf jeden Fall ein Fest. Und ich werde es wahrscheinlich nochmal durchspielen müssen, wollen, tun, um mir die restlichen Achievements zu holen. Gehe ich mal stark von aus. Ich habe garantiert das ein oder andere übersehen. Das mache ich dann aber ohne Aufnahme. Playtesters. Hat der Dennis dann auch getestet? Stimmt, in seinem Stream. Ja, sehr, 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 sehr geiles Spiel. Die Frage, was machen wir nach Vespa? Müssen wir neu suchen. Scheiße. Kann das in ein paar Tagen erstmal nichts kommt? Müssen wir mal gucken. Wir haben nicht einen Sinn, um unsere Kinder zu retten und hast alle vernichtet. Universum wieder stille, endlich Möglichkeiten des Jenseits. Wir warten nur drauf. Oh. Ups. Upsi, dupsi. Hoppala. Ja, hoppala. Also, wie gesagt, nochmal spielen beim nächsten Mal. Will er wahrscheinlich dann besser alle retten. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Kann sein, dass vielleicht mal ein, zwei Tage erstmal auf einem Dienstags-, Donnerstags-, Freitags-Slot, Freitags-, Dienstag-, Donnerstag-, Samstags-Slot nichts kommt. Gegebenenfalls erstmal Minecraft übergangsweise, wenn ich dazu komme. Dann hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit für. Muss mal schauen. Na, jedenfalls war es das erstmal für Vespa. Den Rest mache ich dann off-camera ohne euch und hole mir die letzten Achievements, wie ich das üblicherweise tue. Mal gucken, was wir als nächstes angehen. Sehr geiles Spiel. Ich sag's immer wieder gerne. Nochmal lieben Dank an Herrn DK, oh Gott, ich kann nicht mal reden, Verzeihung, an Dennis, an Herrn DK für diesen wunderbaren Tipp. Und ja, selber kaufen, Spiel unterstützen, Entwickler unterstützen, selber spielen. Sehr, 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 sehr geil, sehr atmosphärisch. Wenn's gefallen hat, sehen und oder hören wir uns gerne bei Minecraft aktuell noch. Dann Skyrim in der Special Edition oder mal sehen, was mir sonst noch so einfällt. Also bleibt gesund. Bis dato. Reingehauen.